den nächsten Minuten machen wir hier ganz spezielles Radio für euch in Form von einem Radioballett. Radioballett, das heisst, das machen die Leute auf der Straße in der Stadt Freiburg. Sie bekommen Anweisungen hier aus dem Studio. Und zwar steht das Radioballett unter dem Motto «Weg deiner Vorurteile». Und organisiert haben wir das zusammen mit der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Sind als früher. Und das lenkt, dass man eigentlich auf die Strasse läuft und um sich schaut. Und da sieht man, dass es sehr viele unterschiedliche Kulturen hat, hier bei uns in unserer Gesellschaft. Und dass die miteinander leben oder eben leben müssen. Und das ist also ich denke, Diskriminierung geht uns alle an. Wir tendieren alle gerne dazu, mit dem Finger auf andere zu zeigen, die nicht sind wie wir. Und um selber besser dazustehen. Das heisst, eben Diskriminierung ist eine Realität, ist eine weltweite Realität. Und da gibt es sehr viele Menschen, die gerne die Augen und Ohren verschließen vor der Realität, vor der diskriminierenden Realität, die existiert in diesem Land und auch in Europa. Der politische Diskurs, also der hat... Ja, also ich denke, Intoleranz und Diskriminierung haben ganz negative Auswirkungen auf ihre Opfer. Fühlen sich teilweise sehr stark verfolgt und verunsichert. Und das führt auch zu einer Blockade und totaler Passivität von diesen Menschen. Das ist jetzt auch. Also ich habe es vorher gerade gesagt, Stichwort Sündenböck. Also ich denke, die Gesellschaft tendiert gerne dazu, Sündenböck zu erschaffen, wo so die Missstände, allgemein die Missstände verantwortlich gemacht werden. Wir wollen absolut nicht negieren. Indem man eben auf die Leute zugeht, von diesen Vorurteilen behaftet sind, dass man auf die Leute zugeht und offen und tolerant sich auch mal Zeit nimmt, mit diesen Leuten in Dialog zu treten und herauszufinden, dass sie eigentlich Menschen sind wie wir auch. Nicht frei von Vorurteilen. Und ganz wichtig ist auch, dass man, wenn man sieht, dass es zu Diskriminierung kommt, dass man klar und deutlich Stopp sagt. Stopp zu Diskriminierungen, Stopp zu diesen Vorurteilen und dass man sich eben selber versucht, ein Bild zu machen, wer die Fremden sind, wer die stand up for your rights. Stand up for your rights. Stand up. Thank you.
Okay.